Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Mittelalters, zurück hier zum nächsten Part von Let's Play Banished. So, es geht weiter. Wir wollen mal gucken, wir haben ja jetzt noch zur Auswahl, nachdem wir im letzten Part den Friedhof fertiggestellt haben, wo auch gleich einer drauf liegt. Ja, guckt es euch an. Okay, ja, wunderbar, gut. Ja, genau, wollen wir heute mal gucken, was wir jetzt hier vervollständigen können. Entweder den Markt oder doch eher die Taverne. Ich denke mal, dass ich die Taverne vielleicht erstmal hier bauen werde. So. Schauen wir doch mal kurz. Ich möchte aber auch gerne noch ein Haus bauen. Ich weiß es nicht. Wie viele Studenten haben wir denn? Ach, okay, das wird ja auch noch gebaut hier. Okay, erstmal Gang zurück. Dann werden wir natürlich erstmal dieses hier bauen. Und zwar... So, einer. Ach. So, du bist wieder eingestellt. Wunderbar, wunderbar. So, okay, zwei. Gut. Wir machen das Symbol einmal weg. So, schauen wir gleich mal, wie es weitergeht. So, was machen die denn hier? So, gut, da wollen wir mal die... Heute habe ich es auch mit meinem So hier. Dann werden wir hier erstmal die Priorität drauflegen für den guten Handwerker. Und hier fangen sie auch schon fleißig an zu werkeln. Das sieht schön aus. Das sieht echt schön aus hier mit diesem Wald hier und dass der auch so langsam sprießt hier alles. Wow, cool. So, einer von 40 auf dem Friedhof. Oh, oh, oh. So, was haben wir denn hier? Ach, hier hinter ist auch noch was, wie so ein kleines Gehege hinterm Krankenhaus. Oh, ein Gehege? Oder ist das eher so eine Abzäunung, dass man nicht rausgeht? So, Old Age, alles klar. Oh Mann, jetzt wird's echt knapp hier. Came a student. Null. Okay, 12 Kinder. So, das Haus müsste... Ach so. Das Haus ist ja jetzt gerade leer geworden. Ich hatte ja noch gerade zwei Obdachlose so gesehen. Und ein Haus ist jetzt anscheinend leer geworden. Und die sind bei den anderen mit eingezogen. Da jetzt zwei gestorben sind, sind die da. Jetzt sind die hier oben weg. Insofern das jetzt hier fertig ist, können da ja eigentlich zwei neue einziehen, ne? So sehe ich das. Wie viele Schafe haben wir denn? Vier. Ist das euer Ernst jetzt hier? Hatten wir so eine alte Bevölkerung, also so viele? So, jetzt habe ich keine Laborer hier. Jetzt muss ich gucken. Nehme ich erstmal welche aus der Eisenmine. Aha, ich habe hier nur noch zwei drinne. Ich pack das nicht. Ich habe mal hier drinne. Sechs. Vier. So, darf ich nicht vergessen, falls wir mal wieder irgendwie einen Überschuss kriegen hier, da welche reinzupacken. Gut, je nachdem, wie viele Laborer ich gleich über habe, werde ich hier aber auch erstmal gucken. Ey, das gibt's doch nicht. Old Age. Das ist ja der reinste Wahnsinn. Ich meine, wir haben 12 Kinder. Wir könnten jetzt aber langsam echt mal alle. Ja, was born. Yay. ich glaube, ihr habt ja die Schule gesehen, Leute. Die Schule ist jetzt erstmal geschlossen. So. Ich brauche jetzt gleich hier, wenn jetzt welche in Anführungsstrichen erwachsen werden, brauche ich hier Arbeiter, die sollen mir gleich als Laborer dahin kommen. Das ist jetzt wichtig. Ich meine, klar, Schule, Bildung muss sein, ganz klar. Keine Frage.
Aber in diesem Spiel hier finde ich die Schule, weiß ich nicht, nochmal irgendwie so ein bisschen, und noch einer, ich pack es nicht, finde ich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das dauert noch viel länger, bis man neue Laborer dazu bekommt, als, wie gesagt, ohne. Und finde ich die Schule echt ein bisschen übertrieben, so dass sie so lange dauert. Ich meine, klar, muss ja ein bisschen realistisch bleiben, aber irgendwo, naja, doch vielleicht ein Tick zu lang. Naja, gut, egal. Regen wir uns nicht drüber auf. Ist doch ein schönes Spielchen. Wie, jetzt baut er hier zuerst? Jetzt habe ich gar nicht nach dem Haus geguckt. Ja, ist in Ordnung, okay. Priorität liegt zwar auf dem Haus, aber nein, macht man ruhig das hier. Ja, hier werde ich auch erstmal keinen drinnen arbeiten lassen, denke ich mir mal. So wie das nämlich aussieht. Ja, bohren, 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 das finde ich ja klasse. Doch, ich brauche... Ah, genau die brauche ich. Laborer, wunderbar. So, ansonsten... Gut, gut, gut. So, also jetzt müsste es aber erstmal gewesen sein hier mit der alten Population. Das, hier von Origu. Jetzt müsste das ja erstmal wieder ein bisschen dauern, denke ich mal. Also, es ist ja schon, ne, 5 Leute wieder. Krass. Alle auf so einem Haufen, ne? Man muss immer kontinuierlich gucken, dass das wie in einer Kette immer so nacheinander, ja, dass da aber auch genau dann wieder junge Menschen zukommen. Deswegen müsste ich jetzt, glaube ich, eigentlich schon wieder anfangen, ein neues Haus zu bauen. Na gut, das kommt jetzt gleich erstmal. Als fertiges Haus dann. Da kommen dann auch wieder Leute rein. Aber du musst gucken in diesem Spiel, dass du immer kontinuierlich Häuser baust oder halt Platz für Familien. Für junge Familien hast, dass die auch wieder Kinder bekommen. Ja, so ist es. So, wo arbeitest du dran? Oh, noch einer. Oh, es geht nach oben. Und noch einer. Ja, Leute, seht ihr, also ich meine, die Schule erhöht zwar die Produktivität, erhöht auch, glaube ich, ein bisschen die Lebensdauer der Leute hier, aber ne, jetzt geht das wieder wunderbar, und wenn man die Schule hat, das dauert dann doppelt so lange, und naja, diese Zeit, die hat man irgendwie nicht hier, weiß ich nicht. Ich meine, okay, vielleicht spiele ich nicht gerade so perfekt, aber vielleicht klappt das bei anderen besser. Weiß nicht, aber ich habe die Schule da recht ungerne. Ich habe dann immer schnell gerne wieder neue Laborer. Und wenn dieser Kreislauf dann halt gut ist, dann ist das ja auch okay. Dann brauchst du die Schule ja nicht unbedingt. Ne? Ich hoffe, ihr versteht das, wie ich das meine. So, den kann man nämlich noch einmal hier umranden. Hupala. So. Genau, immer wenn man dann neue Kiddies immer dauerhaft dazu bekommt und das dann, wie gesagt, in diesen Häusern immer aufrechterhält, dann braucht man auch keine Schule. So, jetzt aber, komm. Wo baut er denn jetzt? 97%. Jetzt ist er bestimmt hier unten, ne? Ne, ich dachte, der wechselt jetzt hier die Arbeitsstelle. Hoppala. Dann legen wir die Priorität halt erstmal hier drauf. Na komm. Spuren wir mal ein bisschen vor. Dam, da, dam, da, dam, da, dam. Da, da, da. Wunderbar, da ist es fertig. So, Apple. Ich weiß gar nicht. Schauen wir mal, was hätten wir denn da? Berries hätten wir ein paar. Beef. Naja, aus Beef wird sich bestimmt kein Alkohol fertigen lassen. Apple, Berries. Berries? Cherry? Dann machen wir Berries. Die haben wir eigentlich ganz viele. Da haben wir viele von. So, Alkohol machen wir mal 200, ne? So, jetzt fängt er hier an. Holt sich die Berries.
der Wirt. Und macht daraus dann einen, ja, einen Bärenschnaps, denke ich mir mal. Und die Fässer bringt er dann ins Lager an, glaube ich, ne? Oder? Nee, ich glaube, die Leute kommen hierher und gönnen sich erstmal einen, so zur Feier des Tages am Abend, wenn man vom Felde müde zurückkommt, gönnt man sich eben vorm Schlafengehen noch einen Schnaps oder ein Bier, Met, was weiß ich, bevor man dann ins Bett wandert und es morgens wieder früh losgeht. So. Prima. Gut. Einen Wirt haben wir. Wunderbar. Dann geht es jetzt doch hoffentlich hier mit dem Haus voran. Schön. Ja, wunderbar. Leute, die Taverne haben wir. Vielleicht zum weiteren Vorgehen dann. Werde ich jetzt eventuell noch so 2-3 Videos werde ich noch machen hiervon. Wir wollen den Marktplatz auf jeden Fall noch fertigstellen hier. Ich denke mal, dass ich jetzt auch noch mal hier noch ein Häuschen fertigstellen möchte. Wie gesagt, um diese kontinuierlichen Kreislauf dieser Kinder hier aufrecht zu erhalten, dass wir auch neue Nachwuchs kriegen hier. Genau. So, genau, deswegen baue ich jetzt noch ein Häuschen. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das aus? Ach, das ist ja noch so gut wie leer. Das ist 100% voll. Und das ist zu 97% voll. Ja, baue ich eventuell noch ein Storage Barn. Oh, jetzt habe ich die Kamera gedreht. R war das, so genau. Ach, das ist ja doof. Passt nicht. Passt nicht neben die Mine. Passt das hier drauf? Ne, passt leider auch nicht. Okay, da habe ich anscheinend einen Weg. So. Das werde ich noch bauen. Dann werde ich das hier auch noch mal mit einem dickeren Weg machen. So. Dann kann ich doch eigentlich hier auch noch einmal ja, den Weg vervollständigen. So, genau, wunderbar. Gut, erstmal auf Pause, wie gesagt. Und das haben wir. Das wird gebaut. Sag mal, pennt der die ganze Zeit oder wie sieht das aus hier? Das ist doch nicht so schwer, das jetzt zu Ende zu bauen, oder? Sehe ich das falsch, Leute? Das kann doch nicht so schwer sein. Ah, jetzt. Sägt zweimal dran und geht wieder. Guckt euch das an, was wir jetzt auf einmal hier für Geburten reinkriegen. Das ist ja der Wahnsinn. So, komm, ich will dieses Haus noch fertig haben hier am Ende der Folge. Old Age, da haben wir es wieder. Fühlt sich da keiner zuständig? 78%, aber ich habe doch einen Builder. So, jetzt aber, komm. Aha, es wird. Jetzt hau aber nicht noch ab vorher. Da ist er wieder weg. Ich hoffe, also jetzt im letzten Schritt aber. Und da wird's wieder Frühling.
Naja, im Mittelalter hatten sie es anscheinend nicht so mit Arbeitszeiten, würde ich sagen. So, wie sieht denn das aus jetzt hier? Ich glaube, der hat keine Lust zu arbeiten, würde ich sagen. Der hockt bestimmt in der Taverne rum, ne? Ich sag's euch, der hockt in der Taverne rum und säuft sich ein. So, stellen wir jetzt zwei ein. Das Video wird hier erst beendet, wenn der das Olle ausgebaut hat. So, da ist er. Wunderbar. 98, 99. Na, also. Wunderbar. So, das haben wir. Klasse. So, du kommst wieder weg. So, 10. Okay, noch wohnt da nur ein Mädchen drinne. Naja, das wird sich bestimmt bald ändern. So, das wird dann als nächstes hier fertiggestellt. Ach so, okay. Ist auch schon gut gefüllt. Ja, prima, Leute. Alles klar, dann sind wir erstmal an einem Folgenende hier angelangt. Und dann geht es nächste Woche Dienstag dann weiter. Ich wünsche euch schon mal an der Stelle ein schönes Wochenende. Und, ja, ich würde sagen, bis nächste Woche. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht es gut. Bis dahin, euer Helga. Ciao.